Hallo zusammen. Da, wo das letzte Video im Grunde aufgehört hat, so circa 10 Kilometer weiter, stehe ich schon wieder und verbringe hier wahrscheinlich mindestens einen Tag, da dieses See des Tal, heißt es glaube ich, einfach so wunderschön ist, weil hier im Grunde nichts ist. Und das genieße ich unheimlich. Ich gehe jetzt immer so frei Schnauze hier einfach irgendwo hin. Alle Hügel mal hoch und runter. Und wenn ihr mögt, bleibt dran und schaut euch das Ganze an. Ich hoffe, mit dem Wind das passt. Hier ist es nun mal sehr windig, aber angenehmer Wind. Also es ist immer noch angenehm warm jeden Tag. Ja, so sieht's aus. Wenn ihr mögt, bleibt dran. Wenn man hier so querfeld einstapft, muss man unheimlich aufpassen, wo man hintritt. Erstmal Wasserlöcher, nicht dramatisch, aber auch hier sind überall Löcher zwischen und man knickt unheimlich schnell um. Und das wäre hier oben blöd, weil hier keine offiziellen Wanderwege sind und auch keiner weiß, wo ich bin. Auch hier wieder ein Zeichen dafür, wie trocken Norwegen momentan ist, dass selbst in den Bergen hier diese kleinen Seen trocken liegen. Sowas hier meinte ich, wo man sich dann langsam vortasten muss, damit man nicht in irgendwelche Löcher oder sonst was tritt. Weil dann so wie hier, auf der Kamera sieht man es jetzt vielleicht gut, aber im ersten Augenblick sieht man es halt nicht. Und da will keiner in diese Kante treten. Deswegen immer Obacht. Und am besten großen Schritt drüber. So, und jetzt möchte ich da hoch. Und um da hochzukommen, muss man erstmal hier hochkommen. Ist alles nicht so wild von der Höhen, aber geht halt stetig bergauf. Ist schön. Macht irgendwie Spaß. Bleib jetzt mal mittendrin hier stehen und halt mal die Kamera runter. Wenn man da so drüber schaut, erkennt ihr das auch, wie bewachsen das ist mit diesen ganzen Beeren hier? Erkennt man die? Ja, ne? So erkennt man sie. Ist das nicht schön? Und so sieht das ganze flächige Feld hier aus. Bis da oben hin. Auch alles voll. Und hier, das ist jetzt so eine Aktion, wo ich beide Hände und beide Füße brauche, um nicht irgendwo darunter zu rutschen. Würde nichts Dramatisches passieren, außer dass ich mir hier so ein paar Kratzer hole, aber muss ja nicht sein. So, das Stück bin ich oben. Jetzt ist nur nachher die Frage, wie komme ich wieder runter? Das ist immer viel schwieriger. Seht ihr da unten dieses Wasser? Sieht aus wie ein kleines Reisfeld. Wird es nicht sein, aber es sieht so aus. Ah, ist das herrlich. Und auch hier nochmal so ein Schwenk von der Region. Oh, da unten kommen jetzt ein paar Autos. Diese Mauer da hinten, ich nehme an, das ist irgendwie ein Stau oder sowas, bin mir aber nicht sicher. Werde ich später oder morgen oder überhaupt irgendwann mal sehen. Eigentlich wollte ich nur bis hier, aber jetzt gucke ich auch noch, was da an der Kante ist. Wenn man schon mal hier ist. So, nächste Ebene erreicht, hier wieder eine trockene Seestelle. Und da unten sieht man noch feuchte Stellen und auch so einen kleinen See. Ich habe das Gefühl, ich fliege hier gleich weg. Der Wind ist echt kräftig hier oben. Aber wird ja auch durch nichts gestoppt. Wie ihr seht, gibt es hier null Bäume, nur noch Gräser. Was aber auch auf seine Art und Weise wunderschön ist. Und hier gibt es auch noch andere Tiere außer Schafe, weil das meines Wissens nach nämlich keine Schafköttel sind, sondern eher vom Reh, Rotwild oder sowas in der Art. Ja, so weit wollte ich gar nicht. Ich hatte mir für morgen den Hügel da vorgenommen. Soll ich den jetzt auch noch machen? Aber danach ist wahrscheinlich noch einer, oder? Ja, wenn ich jetzt jemanden fragen könnte. Ach komm, den nehme ich noch mit und dann ist aber auch spätestens Feierabend. Mal sehen, wie lange das dauert. Weil ich bin nämlich erst nachmittags losgegangen und habe den ganzen Tag da faul am Gully gesessen, aufs Wasser geguckt und gelesen. Und wir müssten schon so 16, 17 Uhr mittlerweile haben. Und ich will hier auf jeden Fall nicht irgendwo im Dunkeln
jetzt eben noch in Angriff. Ja, hier auf dem Weg ist auch wieder so ein kleiner Rinnsal, der noch übrig ist. Oh, Geräusche? Ja, aber merkwürdig. Das ist manchmal echt heimtückisch. Man steht irgendwo und merkt, wie man langsam aber sicher tiefer einsackt und sieht es vorher definitiv nicht hier. Ich will bloß keine nassen Füße kriegen, weil der eine Fuß ist eh schon offen. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe. Bei der Einwanderung habe ich mir am großen Zeh so eine 1-2 Euro große Stelle, ja, bis aufs Fleisch irgendwie wund und blutig gerannt. War nicht ganz so geplant, aber da war an der Socke irgendwie so ein Krubbel-Frubbel-Ding da und schon war es passiert. Ich habe schon gemerkt, dass es brannte unterwegs, aber dann ist es eh zu spät. Ja, ich breche ab. Ich rutsche die ganze Zeit wieder rückwärts runter, bin schon einmal auf dem Arsch gelandet. Brauche ich nicht. Ist schade, ich hätte gerne noch gesehen, was da ist, aber es ist halt zu steil. Dann lieber erst wieder... Moment, einmal drehen hier, Gleichgewicht halten. So, dann lieber erst wieder in die Richtung. Ist auch schön. Oh, die treiben da hinten die Schafherde über die Straße. Erkennt man das? Ich zoome mal eben. So müsstet ihr das, glaube ich, erkennen können. Es blendet hier wieder. Ja, das wird aber eine Aktion. Ich weiß nicht, wo die hin müssen, aber die Straße ist sehr schmal. Das habt ihr in dem letzten Video, glaube ich, gesehen. Zwei Autos passen so gut wie nicht nebenher. Also normale Pkw ja, zwei Buddies nein. Upp, Entschuldigung. So, wie man sehen kann, den Großteil habe ich. Jetzt geht es hier wieder schön über den Fels so ein kleines Stück, bevor es wieder in dieses Schmodder geht. Oder neben dem Schmodder her, besser gesagt. Man meint gar nicht, wie anstrengend das ist, hier so einfach querfeldein überall hoch und runter. Und es waren jetzt fast 3 Stunden, die ich hier unterwegs war. Natürlich nicht die ganze Zeit gefilmt, wird ja langweilig. Und ja, es ist schon was ganz anderes, als wenn man einfach 3 Stunden auf einem festen Wanderweg geht oder Waldweg, wie auch immer. Und für dieses Gelände muss ich mir definitiv das nächste Mal die halbhohen oder hohen Wanderschuhe anziehen. Ansonsten ist das Murks, weil man mit denen hier teilweise doch ordentlich wegknickt. Das taucht nichts, da hat keiner was von. Dann lieber die hohen und ein bisschen unbequemer beim Laufen. Seht ihr, so vertut man sich. Ich dachte, das war der letzte Hügel. Ja, hier kommt wieder einer dazwischen. Vielleicht danach. So weit kann es nicht mehr sein. Ich sehe die Straße. Deswegen alles gut. Keine Panik machen, wo keine ist. Aber da muss ich lang. Jetzt muss ich doch erst noch einmal hoch, um zu gucken, auf welcher Seite ich runter muss. Bin mir doch gerade unsicher. Und bevor ich hier einmal um den Felsen laufe, gehe ich lieber noch einmal hoch. Ah, da stehen Wohnmobile. Jo. Da steht meine Hope auch. Gut, dann weiß ich, wo ich jetzt hin muss. Da runter. Gar nicht so einfach. Die Wasserstelle sieht ja merkwürdig aus. Da muss ich auch noch einmal hingehen. Ist komisch. Ich habe erst gedacht, ob das vielleicht vom Salz ist, dass hier mal Salzwasser war irgendwann. Ist es aber nicht. Schmeckt eher sehr nach Kalk. Ja, schmeckt. Ihr habt ihr richtig verstanden. Ich habe mal dran geleckt. So ist das. Riechen konnte ich nichts, aber schmecken konnte ich es doch. In zweierlei Hinsicht gut. Ich rieche die Natur hier, unter anderem auch Schaf, und schmecke den Kalk. Das heißt, kein Corona. Auch da muss man wieder das Gute sehen. Daher weiß ich nicht, was es ist. Keine Ahnung. Ist aber auch Schnuppe letztendlich. Ist aber auch Schnuppe. So, da geht's weiter runter. Sind immer noch mal 2-3 kleine Hügelchen, wo ich drüber muss. Mensch, Mensch, Mensch. Ich gehe trotzdem links rum, also hier vom Auto aus links rum, weil ich dann noch mal einen Blick auf diese komische Steinmauer da oben habe.
weil das jetzt von hier aussieht, als wenn das keine Staumauer in dem Sinne wäre, sondern eher so aufgeschütteter Stein. Ich zoome das Ganze mal und mache mal ein Foto dabei. Ja, auch da kann ich es nicht erkennen. Es sieht aus, als wenn es einfach Steine wären, die aufgeschüttet sind, um das Tal zu verschließen. Ich werde es vielleicht den nächsten Tag erfahren. Und das hier ist sozusagen die Farm von dem Schafzüchter. Auch mal interessant, wie die hier gehalten werden, wenn sie nicht auf den Weiden sind, was sie ja den Großteil der Zeit sind. Ich bin unten, dubidubidu. Ja, bescheuert wie eh und je. Hier vorne der Angler hat schon, ich glaube, 3 Stück in der Zeit, wo ich das vorhin gesehen habe, rausgeholt. So leicht goldfarbene, ungefähr 40 cm lang, würde ich sagen. So, jetzt wo ich hier unten bin und auch wieder am Wasser, der Bulli steht ja hier rechts vor mir, hoffe ich mal, dass das nicht wie an der Nordsee ist mit den Schafen. Morgen früh bei Sonnenaufgang direktes Losgetröte. Ansonsten wird das hier garantiert eine herrliche sternklare Nacht, wo ich auch mal versuchen werde, dann ein paar Bilder zu machen, weil hier gibt es ja keinerlei Licht, was nicht natürlichen Ursprungs ist. Ja, kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Mehr war heute nicht drin. Ist wie es ist. Hoffe, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Euer Markus.